Ständig hängt sie am Handy und das hat nur indirekt mit Instagram zu tun. Bei Bianca Wenzler laufen seit einer Woche die Fäden zusammen. Sie ist ganz plötzlich Krisenmanagerin. Wir haben dann da gestanden als Kinder des Dorfes und haben gesagt, fuck, wo sind eigentlich die Erwachsenen? Die das so regeln, die uns sagen, was wir machen müssen. Oder Leute vom Krisenstab oder überhaupt irgendjemand, der weiß, was man in so einer Situation machen soll. Es war niemand da. Es ist eigentlich auch noch niemand da. Ja klar, man hat den THW und sowas, die sich halt um die Straße, aber um die Leute. Wer müsste denn da sein? Ja, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ich weiß es nicht. Hi, hallo. Als die Flut nach Ficht kommt, postet sie Videos auf ihrem Instagram-Kanal Konfetti im Herz. Sie zeigt die Katastrophe ihren über 200.000 Followern, bittet um Hilfe, um Sachspenden und Geld fürs Dorf. Die Reaktionen überwältigen sie. Ich bin total schockiert, es sieht aus wie im Krieg. Es sind überall Autos angespült. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur schockiert und traurig und mir tun die Menschen hier einfach wahnsinnig leid. Ich möchte mich schon mal bedanken. Wir haben schon fast 80.000 Euro zusammen. Das war vor einer Woche. Inzwischen sind es über 350.000 Euro. Allein die gespendete Kleidung füllt bereits eine ganze Sporthalle. Helfer sind aus der ganzen Region gekommen. Jetzt gibt es ein großes Team aus Ehrenamtlern, das die Hilfe in Ficht koordiniert. Wir sind einfach ganz normale Bewohner aus den umliegenden Dörfern oder aus Ficht. Wir sind überhaupt, wir haben gar nicht die Kompetenz eigentlich und machen es aber, man muss es sagen, besser als alle offiziellen Stellen bisher. Sei es das schwere Gerät oder die bloße Muskelkraft, die Menschen in Ficht sind froh über jede helfende Hand. Kein Auto, keine Waschmaschine, kein Trockner. Nichts mehr. Und dann überall nur Dreck und Sauerei. Ich will nicht mehr. Bianca Wenzler geht durch den Ort, hört zu, spendet Trost und postet Schicksale auf ihrem Account. Im Moment ist es Unterstützung, dass wir einfach helfende Hände haben. Weil ich meine, wir haben jetzt relativ viel raus aus dem Haus schon. Und das sieht auch nur so aus, weil wir halt die Unterstützung bekommen. Alleine würden wir das nicht gestemmt bekommen. Ja, und viele haben sich halt bei Bianca gemeldet und gesagt, dass sie gerne anpacken würden, Sachspenden, Geld spenden würden. Und ja, das ist wirklich Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen, welche Unterstützung man hier bekommt. Die Hilfen seien ein toller Erfolg, sagt Bianca. Bei 500 zum Teil abrissreifen Häusern aber noch zu wenig für ihren kleinen Heimatort Stolberg-Ficht.